Herzlich willkommen hier bei Oh Mama Herrlich Barbecue. Heute ist wieder Dienstag und Dienstag ist Barbecue-Tag. Wir machen heute Rippchen, aber wir machen die Rippchen heute so, wie ich sie damals, bevor ich überhaupt mit irgendwas Großartigem angefangen habe, hier immer gemacht habe. In meinem allerersten Smoker, der eigentlich ja mehr schlecht als recht funktioniert hat und. Aber die Rippchen sind dennoch immer was geworden und deswegen wollen wir es heute auch so machen. Es ist die 0,2,5,1 Variante. Ja, das heißt, wir werden sie nicht lose in dem hier in den Rippchenhalter von Ikea stapeln. Wir werden sie von vornherein einfach nur rubben, in Alufolie wickeln, dann auf den Grill legen, bei indirekter Hitze 2,5 Stunden circa durchgaren lassen, je nach Hitze vielleicht auch 3 Stunden, je nachdem wie viel Temperatur wir reinbekommen. Danach werden wir sie auswickeln, mit Barbecue-Soße bepinseln und direkt grillen. Das letzte bisschen, also eine Stunde ist eigentlich auch Quatsch. Ich denke mal, es wird sich vielleicht so auf eine halbe Stunde belaufen. Also insgesamt sollten die Rippchen so in 3-3,5 Stunden fertig sein. Genug gefaselt, ja. Wenn ihr gespannt drauf seid, bleibt dran. Wie immer an dieser Stelle kommen wir jetzt zur Zutatenliste, die ist heute sehr überschaubar. Und zwar haben wir Rippchen. Ich mache heute wieder nur für mich und meine Frau. Ja. Meine Frau kriegt ungefähr so ein Stück und ich esse den Rest. Naja, gut, sehen wir dann. Dann brauchen wir einen Rub nach eurem Geschmack. In meinem Fall ist es mein eigenes, das Oh-Mama Rip Rub. Wir werden hier gleich einfach nur die Silberhaut abziehen, das ganze Zeugs einrubben. Einrubben und dann in Alufolie wickeln. Jo, geht ratzfatz, dann kommen sie auch schon gleich auf den Grill. Also, zur Zubereitung. Um die Silberhaut abzuziehen, suchen wir uns am besten so ein Mittelstück irgendwo, gehen da mit einem Löffelchen unter, haben wir auch schon 1000 Mal in anderen Videos gesehen, deswegen werden wir das heute jetzt nicht groß weiter erläutern. So, jetzt sind wir drunter, Finger drunter, beide Seiten abreißen, fertig ist die Laube. Perfekt. So, Alufolie könnt ihr, glaube ich, sehen. Dann nehmen wir uns unser Rippchen. Gehen jetzt drauf. Wir tüten es nochmal ein. So ist das perfekt. Das machen wir jetzt mit dem anderen auch und dann kommen sie auf den Grill. Also, ich werde es heute wirklich so machen, wie ich es damals auch immer gemacht habe. Also ohne zu wissen, wie viel Temperatur im Grill ist oder sonst irgendwas. Einfach nur rein, weg, nach Auge, nach Gefühl. Entweder es wird was oder es wird nichts. Ja? Immer hier so ein Stück Buchenholz reinschmeißen. Einfach nur, um die Temperatur zu halten. Ja, hier legen wir jetzt unsere Rippchen rein. Ja, hier unsere Pakete. Boah. Die Viecher im Garten sind, oh, die ist ja übel. So, jetzt haben wir sie drin. Und jetzt werden sie, ich sag mal, 1,5 Stunden hier drinnen bleiben. Dann drehen wir sie einmal um. Ja, und zwischenzeitlich schmeißen wir immer mal ein Scheit Holz nach. Ich bin gespannt. Wir gucken in 1,5 Stunden mal rein.
Wir packen den Kranz jetzt einfach mal aus der Folie aus. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ist auch super geworden. Wie ich die jetzt nur heil auf den Grill kriege, weiß ich auch noch nicht. Aber ich lasse mir was einfallen und sobald wir beim Grill sind, seid ihr wieder dabei. Jetzt versuchen wir, die Rippchen noch mal heil auf den Grill zu bringen. Ja, ein bisschen fallen sie schon auseinander. So. Jetzt nehmen wir uns die Barbecue-Soße und pinseln uns die Rippchen damit ein. So, jetzt lassen wir das noch mal eben 2 Minuten so laufen und dann drehen wir so um, pinseln die andere Seite ein. Das Ganze machen wir jetzt immer so, ich sag mal, in 3-4 Minuten Takt. Ungefähr 2, wenn wir Lust haben, auch 3 Durchgänge, je nachdem. Wir werden sehen, wie es sich verhält, ob man sie überhaupt drehen kann oder nicht. Die Rippchen sind jetzt fertig und sie sehen wirklich super aus. Sie sind so zart, dass sie beim Wenden oder beim Runternehmen eigentlich schon auseinandergerissen sind. Ich wollte es vermeiden, hat aber leider nicht geklappt. Ja, aber jetzt kommen wir natürlich zum besten Teil. Zur Verköstigung, beziehungsweise wir gucken mal, ah hier, zack, ah, ein kleines Stückchen ist tatsächlich hängen geblieben, unglaublich, aber, oh, die sind super zart, ich schneide mir hier mal so ein Stück raus, guten Appetit. Oh, oh Mann, mal herrlich. Ich will nie wieder was anderes essen. Ehrlich, wir essen viel zu selten Rippchen zu Hause. Einmal die Woche ist zu wenig. Okay, ich muss aufhören, sonst esse ich jetzt einfach immer weiter. Und ich denke, meine Frau will auch noch was haben. Und wieder nickt sie. Gut. Also, wenn es mal schnell gehen soll oder schneller gehen soll als die normale Variante, würde ich das absolut mal empfehlen, das so zu machen. Also sie werden wirklich super zart. Dadurch, dass man sie später nochmal auf den Grill haut, nehmen sie eine kleine, leichte Festigkeit an. Also super. Man kann absolut nichts dagegen sagen. Nach Rauch schmecken sie auch. Perfekt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, ein Abo natürlich. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas in der Art schon mal gemacht habt. Wenn ja, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht es. So, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Ciao.